Ja, also willkommen zu unserer heutigen Videoanalyse. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, der große Tag ist da. Die US-Wahl findet aktuell ja bereits statt und wird uns auch den gesamten Handelstag über bis in die deutscher Zeit Nacht und frühen Morgenstunden begleiten. Ich meine, es ist wahrscheinlich, wird erst so Richtung 6, 7 Uhr am Mittwochmorgen damit zu rechnen sein, dass es hier ein vernünftiges Ergebnis gibt und wir dann eben auch wissen, wie das ganze Thema hier letztlich ausgegangen ist. Ja. Wer es noch nicht geschaut hat, unbedingt das Video meines Kollegen anschauen zur US-Wahl. Unser aktuell meist diskutierte Video, was wir je bei YouTube veröffentlicht haben, hat sehr, sehr großen Anklang gefunden bei vielen Leuten. Ich bin selber auch, muss sagen, tolles Video. Also wer es noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt anschauen, was mein Kollege hier dazu zusammengetragen hat. Ich denke mal, für viele auch nochmal interessant, das auch mal aus anderer Perspektive zu sehen, da sich, glaube ich, doch viele Leute auch mit gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen, respektive eben auch mit ausschließlich ihre Informationen eben aus den deutschen Massenmedien ziehen, was ja, man nicht unbedingt immer als tatsächliche Information erachten sollte. Ja, starten wir in die Analyse hinein. Wie gesagt, wir sind in spannenden Handelstagen unterwegs jetzt hier. Auch das wird uns auch, was die Volatilität angeht, auch sehr wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch, beziehungsweise in die nächste Woche hinein auch unter Umständen begleiten. Wir wissen ja auch alle noch gar nicht, steht denn das Wahlergebnis überhaupt am morgigen Mittwoch überhaupt fest oder wird das vielleicht noch ein, zwei Tage brauchen? Insbesondere im Hinblick auf Wahlbetrug und so weiter. Also da muss man mal in Ruhe jetzt hier abwarten, wie schnell das dann eben tatsächlich letzten Endes feststeht. Nun, ich will hier gar nicht großartig rummachen. Ich meine, wir werden hier gleich in dieses Video mit dem vorrangigsten Thema einsteigen und das sind eben nun mal die Aktienmärkte. Wie geht es dort weiter? Wie reagiert der Markt? Wir müssen ganz klar sagen, nach dem Tief der letzten Woche hat es jetzt hier zum Wochenauftakt, das ging ja auch schon im gestrigen Handel los, hier wirklich einen ordentlichen Anstieg gehagelt, also durch die Bank weg. Da hat sich auch der DAX zum Glück dran beteiligt. Und ja, wir sehen hier als allererstes mal den Dow Jones, der hat, wie man hier deutlich sehen kann, unseren Zielbereich hier absolut gehalten, hat mega darauf reagiert, hat auch die Levels des letzten Zielbereichs, der ja hier dann fast schon ja dran war, auch schon wieder überrannt und ist jetzt hier, das muss man ganz klar hervorheben, absolut am äußersten Ausmaß dieser Welle 4 Gegenbewegung hier angekommen. Also wenn der Markt es jetzt hier schafft, über 27.400 Punkte auszubrechen, dann ist das hier so nicht mehr haltbar. Entsprechend dessen auch hier der alternative Verlauf hier bereits mit 40% gewichtet. Ich habe dazu heute auch für das Update extra auch nochmal einen separaten Chart erstellt, wo das nochmal explizit dargelegt wird, wie das jetzt hier tatsächlich eben dann auch weitergehen würde. Das wäre auch ein ziemlich schöner Verlauf eben für die nächsten 24, 48 Stunden, die wir jetzt hier vor uns haben, denn es ist darin eben auszugehen, dass wir im Rahmen dieser 1 hier nochmals höhere Kurse in Richtung 27,5, 27,6 sehen, ja, und von dort aus eine ca. 1000 Punkte Korrektur. Ja. Wir erinnern uns, nach der letzten US-Wahl hat der Dow ziemlich genau 1000 Punkte korrigiert und danach kannte dieser Markt nur noch exakt eine Richtung, das war Norden und ja, könnte hier wieder passieren und dann würden wir darin auch dieses letzte Tief hier aus der Vorwoche eben auch nicht mehr unterschreiten und würden dann im Nachgang inner 3 hier durchziehen und die Jahreshochs übertreffen. Ja. Also das wäre der mögliche Plan, würde mir sehr, sehr gut gefallen, wenn er das jetzt so umsetzen kann, der Dow. Also jetzt hier nochmal hoch draufsetzen, diese Korrektur starten hier zwischen, das vorausgesetzt, wir erreichen die 27,5, dann wären das hier Kurse so im Bereich, sagen wir, 26,7, 26,300 und dann von dort aus den Rocket Launcher und ab geht er der Peter. Ähnlich sieht es auch dann, könnte das aussehen beim S&P 500, das wäre dann, wenn er jetzt hier über die 3.364 respektive 3.410 Punkte ausbrechen sollte, dann wäre auch der S&P 500 im Rahmen dieses ja doch wesentlich bärischeren Szenarios, was mein Kollege hinterlegt hat, nicht mehr zu halten. Ja, das spiegelt im Endeffekt den erwarteten Verlauf hier wieder, dass wir jetzt eine korrektive Gegenbewegung haben und der Markt dann eben nochmals zurückkommt. Aber da muss man auch hier nochmal betonen, im Gegensatz zum S&P, auch der Dow hier schon verdammt nah dran, das generell zu invalidieren. Der S&P hat jetzt hier noch ein
ein bisschen Platz an die erste Invalidierung. Also ja, rund 20 Punkte. Ich meine, das kann der nachher auch ganz kurz beim Open nach oben wegreißen und dann ist das auch durch das Thema. Dann gäbe es zwar nochmal eine Variante bis 3, 4, 10. Ja, das muss man dann schon dem Markt noch zugestehen. Aber darüber spätestens ist das Ding nicht mehr zu halten und wir würden uns dann wieder in einem direkt bullischen Szenario befinden. Und das Tief der letzten Woche wäre dann eben auch das Tief dieser Zwischenkorrektur gewesen und es würde weiter in Richtung Norden gehen. Das heißt für uns, was die US-Aktienmärkte angeht, unabhängig davon, ob es noch zu diesem tieferen Abverkauf kommt im S&P hier oder im Dow eben hier nochmal tiefer in diesen Zielbereich hinein, für uns steht eines fest, ja. Hier ist der nächste Einstieg ganz klar wieder ein Long. Wir werden hier weiter unsere Long-Positionen ausbauen. Das ist, hat oberste Priorität für uns. Wir gehen davon aus, dass diese Märkte hier nicht nachhaltig nach unten getrieben werden. Und es ist auch für uns unabhängig davon, wer jetzt hier Präsident wird. Wie gesagt, ich persönlich habe auch meine Präferenz dahingehend, dass Trump wieder Präsident wird, weil ich davon ausgehe, dass das langfristig für die Welt besser, die bessere Entscheidung sein wird als der Joe Biden. Den Aktienmärkten wird das nachher aber letzten Endes ziemlich, um es mal deutlich zu sagen, scheißegal sein, wer von den beiden hier Präsident werden wird. Es geht, wird einfach nur darum gehen, was wird noch die kurzfristigen, was es zu welchen kurzfristigen Verwerfungen es hier noch kommen kann. Aber im Endeffekt, wenn wir eines gelernt haben aus der Historie, egal wie gut, schlecht, beliebt, unbeliebt der amerikanische Präsident in den letzten 70 Jahren gewesen ist, die Aktienmärkte kannten eine Richtung und die hieß Norden. Ja. Und derjenige, der das jetzt hier dieses Amt begleiten wird, wird auch letzten Endes das hier nicht bestimmen, wo die Märkte hingehen. Ja. Auch wenn das eben ganz gerne immer angedichtet wurde, insbesondere unter der Obama-Administration hat man ja immer behauptet, Barack Obama hat die Aktienmärkte zu neuen Hochs geführt nach der Krise 2008. Das ist schlicht und ergreifend eine der lächerlichsten Aussagen, die da draußen überhaupt rumschwirren. Was es da geht, der Mann hat gar nichts dazu getan. Das war die natürliche Entwicklung dieses Marktes, die hätte es mit oder ohne ihm gegeben. Da hätte auch Peter Pan oder der Pumuckl der amerikanische Präsident sein können. Letzten Endes, solange der keinen Atomkrieg anfängt, werden die Aktienmärkte mit den weiter nach oben laufen. Ja, auch der DAX, wenn er jetzt eben auch hier nicht so glorreich aktuell daherkam, auch in den letzten Tagen, er hat jetzt auch heute eine massive Gegenbewegung starten können. Ich meine, man muss ihm hier zugestehen, wir sind hier von massiven Unterstützungslinien nach oben abgeprallt. Ja. Auch hier ist definitiv festzuhalten, da ist es aber dann doch noch ein ordentlicher Weg, den der Markt hier zu gehen hat. Ja. Sollten wir es tatsächlich packen hier über die 12.200 respektive 12.551, das ist eigentlich die relevantere Marke, dann ist auch der nicht mehr nach unten zu halten, sehr wahrscheinlich. Und dann ist eben ein weiteres Eindringen und tiefere Kurse hier in diesem Zielbereich auch vom Tisch. Also darauf gilt es jetzt eben auch in den nächsten Tagen hier zu achten. Müssen uns auch klar sein, der DAX wird nichts machen ohne die US-Indizes, also der wird sich dem Thema mehr oder minder in der übergeordneten Phase anschließen, ja, und dann werden wir sehen, wie hier die Börsenlandschaft auch in Deutschland eben die Wahl verdauen wird. Stellen wir uns hier generell auch hier drauf ein, das wird volatil werden, ja, auch für den DAX, also da mache ich mir keine Illusionen, ja, dass wir es in den nächsten 24 bis 48 Stunden hier nicht generell mit einer hohen Volatilität zu tun bekommen. Alles andere wäre eine große Überraschung und würde für einen noch stabileren Aufwärtstrend aus meiner Sicht sprechen, wenn die Aktienmärkte das einfach jetzt so verdauen würden, was ich aktuell aber eben definitiv nicht glaube, dass das der Fall sein wird. Ja, schauen wir weiter. Ein anderer Markt, der ja auch aktuell doch wieder ziemlich stark im Fokus steht, ist eben die Entwicklung beim Bitcoin. Und beim Ethereum, da konnten wir ja zwischenzeitlich Kurse von über 14.000 Dollar anlaufen. Ich möchte hier an der Stelle nochmal eines hervorheben. Natürlich freuen wir uns, wenn diese Märkte steigen, gar keine Frage. Und wir sind ja auch hier seit langem long drin und es läuft auch sehr gut für uns. Aber es ist wirklich von monumentaler Bedeutung, dass dieser Markt hier nochmal eine ordentliche Korrektur hinlegt. Warum? Weil wir hier sonst in einen Zombie-Markt wieder reinlaufen, ja, der sich in irgendeinem abstrusen Szenario immer weiter hochschaukelt und das wird in der Regel immer mit ganz, ganz hässlichen und heftigen Korrekturen quittiert und das wird uns langfristig nicht in einen stabilen, belastbaren Aufwärtstrend führen. Das heißt, unsere Präferenz ist weiterhin, dass dieser Markt jetzt hier von diesen Levels aus, und da hat er ja auch ein sehr, sehr gutes Niveau angelaufen, ja, jetzt in dieser Aufwärtsbewegung, dass wir dann eben von dort aus auch entsprechend dann hier es schaffen, dann hier jetzt eine vernünftige Korrektur hier zu veranstalten
und uns dann wirklich mit einem Setup hier auseinandersetzen können, was diesen Markt wirklich langfristig nachhaltig auch zu vernünftigen neuen Hochs dann eben auch entsprechend führen könnte. Man sieht auch aktuell, sehr interessant, dass eben Ethereum diesen Weg nicht mitgegangen ist, also in keinster Weise mitgegangen ist. Das Hoch, was wir hier im September ausgebaut hatten, da hat ja der Bitcoin es damals nicht geschafft, dieses Hoch mitzugehen. Das hat bis dato gehalten und wir haben eben auch weiterhin hier die Situation, wir sind von diesem korrektiven Ziel hier bei 420 Dollar deutlich nach unten abgeprallt, der Markt. Notiert sie aktuell bei 380 Dollar und macht bis dato eben keine Anstalten, hier weiter nach oben auszubrechen. Wir beobachten das sehr, sehr genau, um eine etwaige Alternative hier eben auch in Betracht zu ziehen, die dann eben zu Kursen über 450 Dollar führen würde. Aber bislang ist das nicht der Fall. Entschuldigung, dass ein solches Szenario sich hier beginnt eben durchzusetzen oder eben deutlich abzuzeichnen. Ja. Das heißt, in beiden Märkten gehen wir weiterhin primär aktuell davon aus, dass ein Hoch drin ist oder zeitnah ausgebaut werden wird, von welchem aus es hier einer größeren Korrektur bedarf und wir das ganz, ganz klar als eine sehr, sehr positive Entwicklung bewerten würden, wenn es jetzt zu dieser Korrektur kommt, einfach um uns ein solides Absprunglevel zu verschaffen, um hier dann wirklich langfristig nach Norden durchzuziehen. Das ist eben das, was wir aktuell aus dem aktuellen Verlauf heraus einfach schlicht nicht sehen, beziehungsweise eben bis dato nicht vorliegen haben. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt eben auch im Falle des Bitcoin dieses ganze Thema hier noch weiter extendieren kann. Ja? Das muss nach wie vor eingeplant bleiben und deswegen haben wir das auch eben hier mit 42% auch eine Fortsetzung über 14.055 Dollar auch entsprechend ja im Chart hinterlegt. Ja, schauen wir weiter zu den Währungen. Da geht es mir eigentlich heute explizit um zwei Sachen. Und zwar, weil das natürlich jetzt auch im Rahmen der US-Wahl der maßgebliche Markt ist, auf den es hier zu achten gilt. Und zwar eben, was passiert im Euro-US-Dollar? Wie wird sich das hier entwickeln, respektive wie steht aktuell der Dollar-Index da? Wir sehen, dass der Markt hier eben bislang kein neues Zwischenhoch ausbauen konnte. Wir hatten ja diesen Trade geschlossen, den Short, weil wir eben abzusehen war, dass der Markt zurückkam. Das hat er auch getan, allerdings jetzt nicht ganz so weit, wie wir das eben zunächst auch zu befürchten hatten. Jetzt muss ich zeigen, kann das hier nochmal ein weiteres Zwischenhoch geben, dann wären diese 95,25 ein ideales Anlaufziel, um dann von dort aus den weiteren Abverkauf auszulösen, was für uns dann eben auch einen Short-Trade bedeuten würde. Ja. Im Gegenzug sieht man auch, der Euro-US-Dollar, obwohl er jetzt gut zurückgekommen ist, es war ihm trotzdem hier nicht möglich, ein neues Zwischentief zu markieren. Das heißt, für den Moment, beziehungsweise generell für den weiteren Ausblick, wir gehen auch im Euro-US-Dollar davon aus, ja, es kommt hier eben ja, in der Inverse quasi zum Dollar-Index ja dann nochmals zu tieferen Notierungen, die wir hier unten dann idealerweise im Bereich 1,1522 abschlössen, ehe dann von dort aus eben ein Aufwärtsimpuls und damit auch ein vernünftiger Long-Einstieg eben hier erfolgen könnte. Das muss ich jetzt sehr, sehr rasch in den nächsten Tagen dann eben auch zeigen. Auch hier ist natürlich damit zu rechnen in diesem gesamten Bereich, dass es eben hier zu einer größeren Verwerfung kommt, ja, und wir entsprechend dessen dann eben auch hier eine hohe Volatilität in den nächsten Handelstagen hier dann eben erleben werden, respektive dann tolerieren müssen. Ja, schauen wir von dort aus weiter zu den Edelmetallmärkten. Starten wir mal mit Gold. Ja, tatsächlich, ich hatte es ja schon reingeschrieben, es war wirklich zu befürchten, dass er den tatsächlich abzieht. Der Goldmarkt hat das hier gehalten, er hat die 1851 nicht gebrochen, hat sich eben nicht nachhaltig unter 1877 durchsetzen können und damit hält er, sage und schreibe, tatsächlich diese Gegenbewegung immer noch am Leben. Das heißt, wir müssen weiterhin davon ausgehen, solange dieses Tief hier bei 1851 nicht fällt, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten jetzt sehr nah beieinander sind, 48 zu 52 für den Moment, dass wir es tatsächlich noch mit bis 1970, 2038 schaffen könnten, ehe dieser Markt sich hier nach unten verabschiedet. Silber hat sich gesagt, komm, tolle Idee, ich mache da gleich mit, hat das gleiche Thema gemacht, wobei das hier das noch weiter auf die Spitze getrieben hat. Hier haben wir zwar auch kein neues Zwischentief ausgebaut, aber es war eigentlich hier mit dem Bruch dieses letzten Zwischenlows hier bei 22,96
nur schwerlich davon auszugehen am letzten Donnerstag, dass das Ding das tatsächlich noch rettet. Er hat es gerettet, er hat es nachhaltig hier nicht runtergepackt. Von daher müssen wir auch hier weiterhin primär noch in der Betracht ziehen, dass 26,82, 28,18 hier oben der Bereich tatsächlich doch angelaufen werden, ehe diese Gesamtkorrektur weiter ihren Lauf nach Süden nimmt. Wird aber voraussetzen, die 25,86 müssen genommen werden. Das gilt im Übrigen auch für Gold. Die 19,42, das wird nochmal eine harte Nuss zu knacken. Und wir sind auch in beiden natürlich auch von diesen Levels her auch noch ein sehr, sehr gutes Stück entfernt. Im Rahmen der aktuellen Volatilität ist aber natürlich sowas dann eben auch mal sehr, sehr rasch binnen eines Handelstages theoretisch realisierbar. Was wir noch bemerken müssen, ist, beide Märkte sind auf den kurzfristigen Zeitebenen bereits wieder deutlich überkauft. Ja. Also da wird ihnen dann eben auch doch rasch die Puste ausgehen. Und dann müssen wir sehen, wie das eben entsprechend verdaut werden wird. Ja, kurzer Abstecher noch zu den Minen. Ja, da werde ich mich dann am Donnerstag nochmal den anderen Titeln im Detail widmen. Für heute ist, denke ich mal, das hochrelevante Bild einfach zu sehen, was macht der allgemeine Markt hier. Und da ist eben der GDX. GDX hört eben nach wie vor der gute Gradmesser dafür. Da haben wir es geschafft, im GDX unsere primäre Erwartung zu erfüllen. Der Markt hat unseren Zielbereich angelaufen und der Markt ist hier sehr, sehr gut von diesem 38,2 Retracement bei 36 Dollar nach oben hin abgeprallt. Das heißt, rein theoretisch, das kann es hier gewesen sein mit dieser Korrektur. Und jetzt muss der Markt eben beweisen, dass er das drauf hat und eben hier diese weitere Aufwärtsbewegung etablieren kann. Ja. Das stünde jetzt natürlich in einem gewissen Kontrast zu Gold, ja, respektive ob eben das dann schon ausreicht, hier diesen Markt schon in einen Ausbruch zu zwängen, während Gold hier eben nur eine korrektive Gegenbewegung ausführt, wovon eben aktuell weiterhin primär ausgegangen werden muss. Ja. Der GDXJ, der hat es noch nicht so ordentlich gemacht, der hat jetzt zwar hier auch dieses Zwischentief ausgebaut, aber das gefällt mir überhaupt nicht, wenn solche Korrekturen irgendwo im Niemandsland enden. Ja. Muss man auch betonen, diese 200 Extension, auf die er hier aufgesetzt hat, die hat für dieses Szenario hier aktuell keine Bewandtnis. Ist das die Extension für die Ausdehnung des Kurses nach oben, ja, und nicht für diese Korrektur. Das heißt, das Mindestziel oder das Idealziel wären diese 50,14 Dollar hier gewesen. Die konnte der Markt nicht erreichen. Also ich würde es hier absolut befürworten, dass wir diesen Zielbereich doch noch bitte anlaufen und das ganze Thema hier sauber zu einem Abschluss führen und jetzt hier nicht einfach nach oben weglaufen, ohne dieses Ziel hier vernünftig abgearbeitet zu haben. Ja, dann schauen wir noch abschließend auf den Energiesektor. Nun, WTI, Brent haben jetzt hier eine deutliche Korrektur angestoßen. Wir sind aus dieser Range, die wir hier die letzten Monate erlebt haben, ausgebrochen. WTI hat nach unten die 34,36 geschnitten. Das heißt, wir müssen jetzt eben hier von dieser weitreichenderen Korrektur als primärem Verlauf ausgehen. Und ich bin ehrlich gesagt auch heilfroh, dass der Markt diesen Verlauf jetzt eingeschlagen hat, um uns dann eben nach einem Abarbeiten dieser Korrektur hier für einen richtig guten Long-Einstieg dann eben entsprechend aufzustellen. Ja. Und wir von dort aus dann eben auch längerfristig in diesen Markt wieder long einsteigen werden. Gleiches gilt eben auch für die Entwicklung beim beim Brent. Auch hier konnte diese Range nach unten hier mit dem Unterschreiten von 36,99 endlich verlassen werden. Ja. Und nach Abschluss der laufenden Gegenbewegung ist dann auch hier mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen, um diese Zielbox hier zu erreichen. Und auch hier gilt dann natürlich, hier ist das dann die ideale Voraussetzung für einen längerfristigen Einstieg in diesen Markt. Ja. Das Ganze wird auch vom USO begleitet, der eben auch hier jetzt auf der Oberseite dieser Zielbox ganz leicht touchiert hat. Wir aber auch hier aktuell nicht davon auszugehen haben, dass das bereits das Ende dieser Korrekturbewegung war, sondern dass es eben auch hier nochmals zu einem weiteren Eindringen in diesen Zielbereich kommt und wir dann von dort aus auch hier längerfristig weiter in Richtung Norden laufen können. Ja, dann schauen wir uns noch zum Abschluss NetGas an. Das hat sicherlich aktuell auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Mit dem heutigen Abverkauf muss man ganz klar sagen, das hinterlässt sehr, sehr große Fragezeichen für dieses Szenario, was mein Kollege hier hinterlegt hat. Ich bin ja da sowieso die letzten Wochen schon sehr, sehr skeptisch gewesen, ob der Markt überhaupt in der Lage ist, ein solches Szenario auszufüllen. Ich bleibe ehrlich auch dabei, dass ich das nicht glaube. Ich nehme das dem Markt hier aktuell weiterhin nicht ab, dass er tatsächlich hier in einer richtigen Impulsstruktur feststeckt, sondern gehe davon aus, insbesondere eben in der Betrachtung der Einzelkontrakte, dass das alles hier eine korrektive Geschichte ist.
Um jetzt hier diese Aufwärtsbewegung noch zu retten, müsste das letzten Endes hier so ablaufen, ja, dass wir eben hier diese 3 in grün hier noch nicht abgeschlossen haben, sondern das jetzt tun, jetzt eine 4 und dann nochmal die 5 hier hoch anlaufen und dann die 4 und dann nochmal was nach oben. Aber was spricht dagegen? Die gesamte Struktur, die wir in diesem Markt gesehen haben, das betrifft schon die Struktur seit den Tiefs, ja, sowohl im März als auch im Juni, respektive auch jetzt durch diese ganzen Kontraktwechsel bedingt, plus die Indikatorenlage, die sich hier wieder gegen diesen Markt aktuell wendet. Also ich bin hier sehr, sehr, sehr skeptisch. Wir haben es ja auch, denke ich mal, dadurch ausgedrückt, dass wir hier dem ganzen Thema auch nicht sonderlich über den Weg getraut haben, weil wir ja auch unseren Hedge bislang eben nicht aufgelöst haben. Hätten wir tatsächlich daran geglaubt, dass das so gut laufen wird und uns da absolut 100% sicher gewesen wären, dann hätten wir den Hedge definitiv ja schon länger aufgelöst. Das haben wir nicht getan, einfach aufgrund dessen, dass eben hier noch viele, viele Fragezeichen verbleiben, auch wenn der Markt eben jetzt hier nach oben gedrückt hat und es auch eventuell noch tun könnte. Aber so oder so, wie das sich aktuell hier präsentiert, müssen wir davon ausgehen, dass das ganze Thema hier auf ein nachhaltiges und sehr, sehr relevantes Hoch zusteuert, von dem es hier eine ordentliche Klatsche hageln wird. Ja. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn ich mir das jetzt im aktuellen Kontrakt betrachte, dass mit dem Unterschreiten dieses Tiefs hier im Bereich von 260 wir sogar davon ausgehen müssen, dass wir in Bewegung ziehen müssen, dass die gesamte Bewegung, die wir seit dem Tief im 140er-Bereich gesehen haben, eine korrektive Bewegung war, sprich, dass das eben hier nochmals mit neuen Tiefs im kommenden Jahr dann sehr wahrscheinlich quittiert werden wird. Und ja, dann müssten wir uns rein theoretisch auf Kurse im Bereich von 90 Cent einstellen. Also das würde dann nochmal eine richtig herbe Klatsche geben für diesen Markt. Ja, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen müssen. Aber glorreich sieht das hier aus meiner Perspektive nicht aus. Ja, das wäre machbar, diese Bewegung. Ich nehme es dem Markt aktuell persönlich aber nicht ab. Und es war uns auch eben bislang zu heiß, hier den Hedge aufzulösen. Deswegen haben wir es eben auch nicht getan. Ja, damit sind wir am Ende der Videoanalyse. Abschließend nochmal der Hinweis, bitte auch auf unserem YouTube-Kanal liken Sie die Videos, wenn Ihnen der Content gefällt. Kommentieren Sie die Videos auch gerne und abonnieren Sie unseren Kanal. Ja, ich wünsche an der Stelle mal gute, ruhige Nacht, wer da eben jetzt bei schlafen kann bei den Ereignissen. Ich werde es definitiv wahrscheinlich nicht tun und werde das, solange es meine Augen nicht komplett zufallen, auch versuchen, so weit wie möglich live zu verfolgen und um da eben am Geschehen zu sein. Und dann werden wir morgen mehr wissen, wer der mächtigste Mann der Welt ist, ob es der Alte ist oder ob es ein Neuer ist. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, bis zum Donnerstag.